Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich dachte mir, wir spielen heute mal eine Runde Ghostface. Mit ihm können die Runden echt gut laufen. Oder auch so gar nicht. Ich wollte gerade kurz, da ist die Luke, glaube ich. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich gegebenenfalls eine 3-Gen-Option habe. Ich höre dort hinten vielleicht die drei Generatoren, nicht Generationen, nehmen und sichern. Da ist noch jemand. Ich glaube, da hinterm Stein war noch jemand. Ich nehme mir dort vorne gerade mein 3-Gen weg, aber es ist okay. Ihr habt bestimmt Dead Heart. Ich brauche Kate halt nicht stalken, weil Kate ist schon One-Hit. Das würde gar keinen... Sie hat ihren Stalk-Fortschritt mal kurz gedodged. Kate steht mittlerweile, aber ist okay. Dafür haben wir Mac. Halt echt dieses Paletten, die muss ich besser nutzen. Schade, sie war fast fertig gestalkt. Nee, da hoch gehe ich nicht. Da hinten, der Jen geht gleich an.
Okay, jetzt gehen zwei Gens an. Wir kriegen noch einen Hook. Der dort hinten geht auch an. Oder der hier sogar. Ich werde beobachtet. Sie rennt halt einfach wild im Kreis. Und es funktioniert. Sie guckt nicht nach hinten, sie guckt nur nach vorne. So, es gibt DBD-Spieler, Schrägstrich-Streamer. Die würden jetzt sagen, ja, du musst jetzt tunneln. Weil sonst kriegst du gar keinen Kill. Und wenn das andere Leute sagen... Ah, sie kommen tanken. Hat sich ein Borrowed Time Fläschchen gegönnt. Ernsthaft, Spiel. Wer ging daneben? Ist halt auch klar, die haben jetzt keinen Anreiz mehr, irgendwie zu retten oder so. Na gut, wenigstens ein Kill. Die Runde war nicht so erfolgreich, aber ich glaube, die Mac, die wir jetzt getötet haben, die ist am frischesten gewesen. Sie hat 8000 Punkte gemacht. Sie hat jetzt nur durch das Entkommen 5000 Punkte bekommen. Also die hat noch weniger gemacht als die Mac. Ja. Danke. Danke fürs Zugucken. Nächste Runde wird vielleicht ein bisschen besser. Wir gucken mal. Es gibt halt Runden, die laufen, und dann gibt es Runden, die laufen halt gar nicht. Aber so ist das bei DBD. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, mach's gut. Bye, bye.